Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Geburtstag von der Luisa. Ja, herzlich willkommen. Heute hat Luisa ihren zweiten Geburtstag und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin heute den ganzen Tag schon so ein bisschen so traurig. Ich weiß nicht, ja, so ja, nicht traurig, aber so ein bisschen halt mitgenommen. Für mich ist das eigentlich jedes Jahr, wenn meine Kinder Geburtstag haben, egal welches, bin ich so ein bisschen zurückversetzt an den Tag der Geburt und denke nach, oh, wie war das da und was habe ich zu der Uhrzeit gemacht, war ich da schon im Krankenhaus? Und irgendwie kann ich es gar nicht fassen, dass die Zeit schon vergangen ist. 2 Jahre, wo sind diese 2 Jahre? Ich bin voll, ja, ja, ein bisschen traurig, aber natürlich auch glücklich und froh, dass sie 2 Jahre geworden ist. Und ja, das ist so, kennt ihr das Muttergefühl? Also halb halt immer zu den Geburtstagen der Kinder. Dann realisiert man eigentlich, wie schnell die Zeit verfliegt. Und wir stecken halt jetzt in den Vorbereitungen, weil wir haben die Geschenke noch nicht eingepackt. Ich hatte leider noch gar keine Zeit. Also besorgt haben wir sie schon länger, aber noch nicht eingepackt. Und ich habe sie jetzt alles schnell hier ausgebreitet. Hier ist die Michelle, die hilft mir. Die Luisa schläft jetzt aktuell seit dem Mittagsschläfchen. Und wir werden das Ganze einpacken und ich werde euch zeigen, was wir gekauft haben. Also was wir für Luisas zweiten Geburtstag gekauft haben. Also als erstes habe ich diesen coolen, süßen, großen Faultier-Kuscheltier gekauft. Ich finde, der ist so kuschelig und die Luisa liebt ja Kuscheltiere ohne Ende und wir müssen nur aufpassen, dass die Sophie nicht beißt, weil die Sophie liebt auch Kuscheltiere. Dann, sag mal Micha, was hast du denn da? Dann haben wir einen Einkaufswagen für die Luisa gekauft von Smith Toys, haben wir den gekauft, der war gar nicht so teuer und wir hatten ja letztens also einen kleinen Einkaufsbummel gemacht und die Luisa hat sich in diesen Einkaufswagen verliebt, deswegen haben wir ihn mitgenommen. Die Luisa liebt es sowieso gerne, es mit Lebensmitteln zu spielen, sie kocht auch gerne. Ja. Kassa spielt sie gerne. Oh, Babyborn auch. Babyborn, also sie ist so eine kleine Mama ist sie schon auch. Sie küsst ihr Baby dann auch immer und füttert ja. Es und so, richtig süß. Dann habe ich der Luisa noch 2 Brettspiele gekauft, also das ist so Mein Tier zu mir von Ravensburger, ab 1,5 quasi. Das ist, da musst du so Tiere zusammen, also die Enten zusammenfinden und alle passenden Tiere zusammen. Es gibt da ganz viele Bilder mit den Tierchen und da muss sie halt das passende Tier dazu finden. Und dann habe ich noch ein Puzzle. Puzzle für 2-Jährige, das besteht aus 2 Teilen, 6 Tiere und da muss man halt immer das Muttertier zum Babytier oder das Babytier zum Muttertier. Ganz, ganz süß und ich glaube, die Luisa spielt total gerne, weil sie puzzelt gerne, aber ja. Sie kann nicht puzzeln. Und sie spielt dann irgendwie mit den Puzzleteilen und dann verlieren wir sie meistens nur. Dann haben wir der Luisa auch Lego Duplo gekauft, weil die Luisa spielt die ganze Zeit total gerne Lego. Und dann auch so ein großes, so eine Unterlage, oder wie heißt das? So eine Steckunterlage. Ja, das war es eigentlich an Spielsachen. Ich glaube, das ist genug, weil wir haben eh schon ziemlich viele Spielsachen. Ja. Und das wird schon reichen. Dann habe ich hier eine süße 2 gekauft, die in Rot. Und dann habe ich so rote Herzchen noch dazu genommen. Das sind große Herzchenballons. Habe mir gedacht, das passt ziemlich schön. Und dann habe ich auch noch rotes Geschenkpapier und rote Herzenkerzchen habe ich auch noch gekauft. Und wir werden den Luftballon jetzt mit Helium aufblasen. Also ich habe so eine Heliumflasche gekauft, zeige ich mal das. Das schaut so aus. Das habe ich jetzt vom Kik gekauft. Gibt es normalerweise beim Teddy auch. Hat aber 30 Euro gekostet. Ist für 30 Ballons. Ich habe meine letzte bei Amazon bestellt. Hat 50 Ballons und kostet ungefähr gleich viel, wenn nicht sogar weniger. Also ja, sie ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Ich habe nicht gewusst, dass sie schon leer ist. Deswegen habe ich jetzt noch eine neue gekauft. Aber ja, kann ich euch empfehlen. Ich habe sowas immer zu Hause, ist ziemlich praktisch, weil es kostet nicht so viel. Man kann mehr Ballons aufpusten. Ja, und ich würde mal sagen, wir packen mal schnell ein, oder Mischka? Oder hilfst du mir bei der Torte? Dekorierst du die Torte? Ja. Weil wir haben hier eine Sachertorte und ich habe geplant, die mit so Rainbow-Dekor, genau. Aber ich habe mir gedacht, wir machen zuerst so Zuckerwasser, schmieren das ein, damit das picken bleibt. Ha? Okay. Machen wir das schnell. Ja, ich habe die voll gute Idee, wir machen hier so am Rand mit der Sahne so... meinst du? Ich habe mir gedacht, eher das zum Essen. Na, la, mach mal lieber die ganze Torte mit, mit so Zuckerstreusel. Das ist so anschmieren, okay? So. Du kannst ja mal oben rum und dann den Seiten auch. Okay. Patrick.
du uns helfen? Ist mir was runtergeworfen. Kannst du uns verplatzen? Und du dir die Ballons holen? Der andere ist schon gut leer, oder? Der große. Bist du sicher, dass der schon ganz leer ist? Wirklich? Der große. Ja. Okay, dann machst du bitte diese Ballon. Schaut süß aus. Schaut mal, wir sind fertig. Die Herzen. Ach, einer ist geplatzt und einen haben wir hier an das Faultier getan. Und die zwei ist leider nicht mit Helium gegangen. Bitte, was machst du mit diesen die Pakete sind eingepackt, die Torte ist fertig. Und die Luisa schläft noch. Happy birthday to you. Lecker. Lecker. Lisa, magst du eins, zwei, drei Kusten? Die Kerzen? Die ist doch wie viel auf? Eins, zwei. Nein! Mach puff! Lisa. Ja. Bravo, Lara! Ja, so den Mokus fressen. Ja, das ist süß. Alle lächeln und die Lisa macht. Was ist das? Lisa, tust du pusten? Lisa, aber lass die mit. Noch einmal? Komm, ich kann nicht. Lass dein Geburtstag dann.
Bravo! Geschenke aufmachen! Sicher, aber sie soll jetzt mal Geschenke aufmachen. Wie soll mir das Dick so aufmachen? Nein, sie macht es aufmachen. Komm, aufmachen. Sie kann ja nicht alleine, oder? Aber sie kann schon. Du kannst ja Luisa natürlich helfen, komm. Ja, aber kein anderes Lager. Wow, kann ich ran. Komm, Lara, komm mit. Schau, das nächste komme ich. Wir nehmen eins und dann kannst du das dann Luisa aufmachen, ja? Ja. Du kannst ja nicht lange. Wow. Ja. Wow, Luisa! Was ist das? Ein Spiel! Mein Tier zu mir! Der nächste! Zusammen! Komm, Lara, mach auf! Na gut, Lara! Luisa, schaut die Lara nach dir! Hi, Lara, schaut die Luisa braucht Hilfe! Luisa, die Lara, die Luisa braucht Hilfe! Wow! Ja. Sie kann nicht aufmachen, sie hat auch. Super. Wow! Wow! Wow. Wow. Wacker! Ja. Noch das auch noch? Ich hätte mal gesehen, was da drin ist. Ja. Ruhe. Lara, kannst du das aufmachen, bitte? Nein. Kannst du auch die Tier hier zusammen? Hier. Hier, ziehst du mit dem hier gleich rein, schnell. Lara, komm. Wow! Wow, Luisa, ist das cool! Aufmachen! Magst du das bauen? Ja! Okay. Wow! Und das! Da! Lara! Schnapp dir das kaputt! Mach dich kaputt! Oh, jeder steckt die Finger rein, das Papier rein. Wow! Wow! Luisa, schau mal, dein Einkaufswagen. Wo ist die Luisa? Jetzt ist Sophie freut sich auch. Ein neues Kuscheltier. Die Luisa. Wollt ihr Torte essen? Ja. Okay. Ich auch. Essen? Okay. Ja. Komm, Lara, setzen wir uns hin, essen wir ein bisschen Torte. Wie bei der Hochzeit. Ist Luisa unser letztes Kind? Luisa findet ihr jetzt. Nein, ich will noch ein Baby. Nein, das will ich nicht. Wer will ein Stück Torte? Das erste Stück kriegt immer das große Kind. Ah ja, stimmt. Ach, so ein großes Stück? Ja. Mach mal ein kleineres. Ja, mach mal ein kleineres für Luisa. Also ich will das große haben. Ist hier kalt? Kannst du bitte nicht in meine Kamera ziehen? Magst du den Pullover ausziehen? Wir sind auf jeden Fall bei unserem Lieblings... Was mache ich? Deine Mütze auch nicht aufs... In unserem... Warte kurz. Wenn ihr alle die gleiche Mütze habt, du musst eh nicht die Mütze anziehen. Ja, wir essen auf jeden Fall. Was? Du magst es ausziehen. Dem einen ist warm, den anderen ist kalt. Was war das? Was ist diese Provokation? Müsste die Leute hungrig machen? Anziehen! Weiß ich. Anziehen? Das ist die Lara, wenn sie nicht will. Ich esse nur Soße, Mary. Willst du mit Lara kuscheln? Ja. Wir essen auf jeden Fall beim McDonald's. Unserem Lieblingsrestaurant. Oder Patrick? Der Papa hat die neuen Kartoffeln bestellt. Wie haben die geheißen? Rufis, oder? Rufis. Riffles. Mischka, ist dir nicht kalt? Ist dir warm? Nein. Wer wollte keine Jacke an? Ich habe jetzt überlegt, ob ich anziehen oder mitnehmen sagen soll, aber... Nein. So, meine Lieben, jetzt sind wir wieder zu Hause und wir sind richtig müde. Es ist gar nicht so spät, es ist erst 18.30 Uhr. Aber man hat so das Gefühl so, oh mein Gott, ja. Super, Setzi. Die Kinder ziehen sich gerade ihre Pyjamas schon an. Die Michelle ist gerade so müde von der Autofahrt gewesen, dass sie gesagt hat, ich gehe gleich schlafen. 18.30 Uhr, ey, das ist normalerweise keine, oder? Bei uns nicht eine Uhrzeit zum Schlafen gehen. Die Kinder gehen bei uns jetzt immer erst um 9 ins Bett. Aber ja, irgendwie war...
Ja, diese muss Zeit. Mal ein aufregender Tag. Mein aufregender Tag. Oh mein Gott. Du kannst sie immer spielen, den Lara. Okay? Der Papa kommt gleich. Ja, ich werde mich aber trotzdem gleich abschminken. Ich habe mir heute selbst Augen rangeklebt. Lash Extensions rangeklebt. Sind sehr lang. Ich habe mir die gekauft aus der Drogerie. Sind von Ardell. Schaut mal. Die da. Und also ich habe jetzt die Verpackung nicht mehr. Also dieses Papier, was da drin ist. Aber das ist ein voll cooles Set. Und zwar, kennt ihr das bestimmt, Ardell? Ardell, spricht man das Ardell aus? Ich denke schon, oder? Ardell? Ardell? I don't know. So schaut das auf jeden Fall aus. Das habe ich mir beim DM gekauft für 14,95. Also 15 Euro. Und das sind also so einzelne Lashes. Also so mehr so Büschchen. Und da gibt es einen Kleber dabei und einen Remover. Und dann gibt es auch noch so eine Pinzette. Und die sind auf jeden Fall von Ardell. Ardell, wie spricht man das aus? Dural. Ardell Duralash, genau. Und die halten auf jeden Fall 2 Wochen. Und ja, die sind aber sehr lang, oder Michelle? Mhm. Mhm. Aber die sind schön. Mir gefallen die sehr gut. Ja, ich werde mich aber trotzdem auch abschminken, weil die Michelle möchte jetzt auch duschen. Wartet jetzt hier. Sie haben mit Apfel. Ja, die Michelle hat eine Apfeltasche gebissen und dann Haare voller. Diese Soße halt. Ja, lecker. Ja, aber du musst kurz warten. Ich muss mich kurz abschminken. Und ich werde mich jetzt aber auch vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Ich hoffe, das Geburtstagsblöckchen hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wollte eigentlich runter.